Berlin. Ein Riss im Boden vor der Gedächtniskirche erinnert an die Terroropfer. Zum zweiten Jahrestag des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz haben Angehörige und Politiker der Opfer gedacht. Der Berliner Bürgermeister Müller wurde vor Ort um 20 Uhr vermisst. Viele Berliner sind enttäuscht. Bürgermeister Müller, SPD und weitere Senatsmitglieder legten schon am Vormittag im Rahmen einer öffentlichen Gedenkzeremonie Kränze und Blumen nieder. Ladies and gentlemen, dear guests of our Christmas market here in the city of Berlin. In the next 5 minutes, we ask you to keep silence in commemoration of the 12 men and women who died in this place 2 years ago in a terrorist attack. I think you will know that this has been happened here in Berlin. Our church bell will ring 12 times to commemorate the victims of the 19th of December 2016. 3 minutes later, after the ringing of the bell, the market activities will resume. Thank you very much for your attention and to be with us in commemorating the victims. Have a good time after that this evening and a good journey in Berlin. Ja, also wir sind heute hier, weil wir uns mit den betroffenen Angehörigen so fühlen. Ja, es ist alles sehr emotional für uns. Und leider vermissen wir heute Abend unseren Bürgermeister, den Herrn Müller. Wo ist er denn? Wir sind sehr traurig. Wir dachten, dass wir ihn hier treffen. Aber er ist leider nicht anwesend. So wie wir gehört haben, war er heute Vormittag da. Aber das reicht uns, glaube ich, nicht. Es wäre auch schön, wenn er heute Abend da ist, wo auch ganz viele Menschen heute hier verharren und im stillen Gedenken bei den Angehörigen sind. Ja. Ja. Oh. Man müsste mehr, dass mehr publik gemacht wird und wie gesagt, auch dass der Bürgermeister eben dann hier wäre, gerade jetzt zur Gedenkstunde und dass alle, jeder trauert und jeder begreift es immer noch nicht und da wäre es schon ganz schön, wenn dann doch jemand eine Rede gehalten hätte. Um Angedenken an diese Leute. Und auch an den Angehörigen, was denen alles gerade vor der Weihnachtszeit Schlimmes passiert. Ne? Ich war mit meiner Freundin heute hier
zum Gedenkgottesdienst. Und es ist einfach so, uns ist vor 2 Jahren das zweite Leben geschenkt worden. Wir wollten an dem Tag heute vor 2 Jahren hergehen und sind die Woche vorher gegangen. Dann wollten wir nochmal gehen und meine Freundin musste Gott sei Dank arbeiten. Und somit habe ich dann nur bei den Nachrichten gelesen, was passiert ist, also das, was passiert ist. Und wir hätten genau da gestanden, wo der LKW rein ist. Das heißt, wir haben das zweite Leben. Und ich wünsche, dass endlich Frieden auf der Erde einkehrt, in aller Herzen. Dass die Menschen einander die Hand reichen, vergeben, verzeihen und lernen, wieder füreinander und miteinander zu leben und da zu sein. Einander zu helfen, einander zu verstehen, einander zu akzeptieren. Denn es gibt nichts Böses, wenn man es nicht will. Und in jedem, denke ich mal, steckt auch was Gutes. Und man sollte jeden Tag das Leben genießen, weil man nie weiß, wann es soweit ist. Und ich wünsche allen ganz, ganz viel Liebe, Glück, Gesundheit, Kraft, Erfolg. Und dass einem immer die Hand gereicht wird und nie alleine ist.